Ja, Leute, herzlich willkommen zum Weihnachtsevent des 2. Leibhusarenregiments. Wir haben uns jetzt hier versammelt. Alle 4 Bataillone sind eingetreten. Erstmal würde ich sagen, Musik ab. Dann haben wir vorne stehen die 4 Bataillonsleiter. Einmal Rittmeister Siskong. Dann Oberleutnant Dark Templar. Feuerwerkshauptmann Frankior und Hauptmann Nikov. Grüß euch. Die Musik spielt weiter, genau. Gut, ja, wir haben uns heute versammelt, um mal wieder ein Jahr, das zu Ende geht, zu feiern. Wir gehen ja jetzt gleich in die Neujahrspause. Ja, eine Woche lang, eine knappe Woche, keine Events, keine offiziellen, also keine Pflichtevents. Das bedeutet, wir können dieses Jahr zum einen hinter uns lassen und wir können auch rückblicken. Was den Jahresrückblick angeht, werden wir sicherlich noch einige Zeit haben. Ich will jetzt nicht gleich schon am Anfang die großen Reden schwingen, sondern die einzelnen Bataillone, vielleicht auch einzelne Gruppen haben sicherlich was vorbereitet, was sie heute jetzt hier vortragen möchten. Weihnachtslieder oder Gedichte, was auch immer. Und ich würde einfach mal, weil ich weiß, dass es auch Bataillone gibt, die was vorbereitet haben, die Infanterie bitten anzufangen, wenn sie schon was haben. Dann Musik wieder aus, Leute. Genau, gut. Guten Tag. Wir bräuchten eine Musik, ja? Falls einer vorhanden ist. Der Zeit grüßt dich, Ipoa. Hab dich gar nicht begrüßt. Ist kein Problem. Ich bin ja trotzdem da. Juhu. Heimlich still und leise. Was ich bin, ich bin hier. Alles, was ich bin, alles, was ich bin, kann ich mit dir. Wir sind unzertrennlich. Also, ich würde sagen, wenn das keine 100 Diabos gibt, weiß ich auch nicht. Ah, sehr schön, sehr schön. Es gibt ja diesen Grafen, ne? Moment, jetzt red ich, ja? Also, es gibt ja diesen Grafen bei YouTube, Adlon weiß schon, worauf ich anspiele. Da sieht man, wie viel Prozent der Zuschauer an welcher Stelle weggeklickt haben. Und ich würde sagen, der Vortrag oder die Performance, bei der die meisten Leute weggeklickt haben, die kriegt nachher einen Keks. Also und ich würde sagen, wir haben schon Favoriten dafür, aber vielleicht wird das ja noch getoppt von der Kavallerie. Also die hat letztes Mal gewonnen. Red, kannst du ganz schnell den Text reinstecken. Und wenn es so Listen gibt oder so, dann kommt nach vorne, ne? Also wenn ihr nicht alle durcheinander, wenn man was verstehen soll, ne? Also, wer singen zuerst? Alle Kabel sind bereit? A cappella nicht vergessen. Ja. Alle Texte? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh Gott. Gut. Also, holen wir uns einen Keks. Also. Zähl auf 3, dann geht's los. 1, 2, 3. Dashing through the snow, on one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on the ring,
Advent, Advent, das Regi brennt. Doch schnell kommt der Cooper her. Der löscht das, das ist ja nicht schwer. Pilu, der läuft auch geschwind, da bei ihm auch die Bude brennt. Dann, alles gelöscht, alles okay. Doch Schwert und Adelon schreien, oje, sie kämpfen im Getümmel mit keinem einzigen Weihnachtskrümel. Und sie da, zwei Reiter hoch zu Ross, sie machten alle nieder. Wer war's denn bloß? Triarius und Bleda, keiner widerstand ihrem mächtigen Stoß. Argo kam vom Rande, um sich zu holen, die Flagge aus Feindeshande. Denn wenn sie da blieb, das wäre ja auch eine Schande. Pandora hat ja keine Zeit wegen seiner Holdenmaid. Wahrscheinlich kommt er zu spät, weil sie wie er was vom Blasen versteht. Die Moral ist unten, die Schlacht ist fast vorbei. Doch dann kommt Recker mit dem Glühwein herbei. Hochwallt das Blut, trinkt nur das Zeug, sagt die Por. Das tut euch gut. Auch die Mannschaft haben wir nicht vergessen. Sie wird gelobt, denn sie hat sich mit dem Feinde gemessen. Denn obwohl sturzbetrunken, ist die Kaff nicht ins Chaos versunken. Und das war mein kleines Gedicht. Ich hoffe, der Befehl kommt dir keine Gicht. Ich wünsche schöne Weihnachten und viele siegreiche Schlachten. Oh mein Gott. Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob ihr wusstet. Ich wollte gerade einen Witz erzählen, aber jemand Stalingrad, wer macht denn sowas? Lieber treuer Piloman, schau mich nicht so böse an. Ich will auch immer siegreich sein. Drum steck jetzt deinen Säbel ein. Im Försterhaus die Kerze brennt. Ein Sternlein blinkt. Es ist Advent. Es war einmal unter dem Sofa von dir Kempel. Eine Menge Krempel und ein Kakerlakentempel, in dem sich zwei Kakerlaken begegnen. Sie reden übers Wetter. Es ist am Regnen. Doch das kann sie nicht schocken. In der Wohnung sei es trocken. Da sehen sie auf dem Tisch etwas wie einen braunen Brocken. Wie geil, meint die eine zu der anderen. Da müssen wir hinwandern. Wir fressen dieses Zeug und entspannen dann. So machen sie sich auf die Socken zu diesen braunen Brocken vorbei an dem Staubflocken, wo sie stoppen. Sie sehen, wie eine Kakerlake auf einen Tritt tritt und kleben bleibt. Eine halbe Stunde erstmal heftig um ihr Leben schreit. Als sie sich dann befreit, bemerkt sie auch die Kleinigkeit, dass sie für unvorhersehbare Zeit daneben bleibt, um nicht abzukacken, fängt sie an zu swingen und dieses Kakerlaken mitzusingen. Kakerlake! Dafür habe ich eine 1 in der Berufsschule bekommen, ja? Eine 1! Eine 1 bekommst du hier auf YouTube. Melikalike Maka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine not by day and all the stars at night. Melikalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Wir singen jetzt gerade, wir machen keine... Wer ist die prima Ballerina ganz hinten, wenn ich sowas schon sehe? Ja. Gott. Jetzt geht's ab. Bud Spencer! Minus. 5 Sätzen, danke. Er wird degradiert zum Oh, ist er schon. Verdammt. Na gut, okay. Fröhliche Weihnacht überall, fröhlich durch die Schlachten, hoher Knall. Weihnachtspferd, Weihnachtsschwert und nen Sepper finden wir auch. Fröhliche Weihnacht überall, fröhlich durch die Schlachten, hoher Knall. Weihnachtsmarsch, Weihnachtsschuss und die Infanterie singt dazu. Fröhlich durch die Weihnacht überall,
fröhlich durch die Schlachten, hoher Knall. Weihnachtszug, Weihnachtsberg und ne Kanonen bringen wir auch. Fröhlich durch die Schlachten, vorher Knall. Bla 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 bla, es war falsch. Weihnachtsjahr, Weihnachtstod und die Jäger schreien es raus. Fröhlich durch die Weihnacht überall. Fröhlich durch die Schlachten, vorher Knall. Ein zäher Freikör. Wer hat gesungen? Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Vielen Dank, Adlon. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus. Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt. Das ist mich leite an der stillen Hand. Lieben Hand, whatever. Yo, C! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special, special. You gave it away. Ich habe immer das Gefühl, TS ist überfordert. Kann jemand auch noch irgendwas anderes außer den Refrain? Ich hab noch ein Lied. You better watch out, you better not cry, better not shout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He making a list and checking it by. He's gonna find out who's not your nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you sleep. He knows when you're awake. He knows if you're bad or good. So for your goodness sake, Santa Claus is coming to town. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich. Ein Heiland aller Welt zugleich. Der Heil und Leben mit sich bringt. Der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Gnad.
Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum Ende bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Oh, Mommy dear, on Christmas Day, again I must complain. I wonder, is it Santa Claus who makes mistakes again? You see, there's little Jenny Brown. She got so many things. Dolls and sweets and teddy bears. And clothes and golden rings. Ja, der Mann, fertig machen! Leg dann in den Himmel! Musik ab! Auf den neuen Adjutanten der Infanterie, Freaky 07. Feuer! Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Freaky. Herzlichen Glückwunsch zum Husaren. Franka, gratuliere zum Husaren der Kavallerie. Herzlichen Glückwunsch. Und alle Mann, Achtung, links, um, eins, hinknien. Okay, Musik aus. Ja, Männer, das Jahr ist rum. Es war wieder ein schönes Jahr, wie ich finde. Wir haben ziemlich viel erlebt, wir haben ziemlich viel erreicht. Wir haben einige Leute, die jetzt hier stehen und sitzen, die auch letztes Jahr schon beim Weihnachtsevent dabei waren. Ja, wir sind ein altes Regiment, wir sind das größte Regiment Deutschlands. Wir sind eines der ältesten, wir sind eines der erfahrensten. Wir sind eines, in dem Leute sehr lange Zeit kontinuierlich sind. Wir haben teilweise hier Offiziere, die schon letztes Jahr Offiziere waren, schon vorletztes Jahr Offiziere waren. Ja, wir haben hier wirklich eine alte Garde und ich finde, wir hatten heute wieder einen schönen Abend. Es war wieder ein Weihnachtsevent, so wie man es eigentlich in meinen Augen auch haben sollte. Wir haben diesmal keine Rekordmannzahl aufgestellt. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass wir jetzt 100 Mann oder sowas sind. Wäre völlig abstrus gewesen. Wir waren damals zu viele wegen des Gamestar-Videos, aber... Was ich gern gehabt hätte, wäre, dass die Leute, die auf dem TS sind, auch auf dem Server sind.
Kann man jetzt nicht ändern, ist nicht so schlimm. Wir hatten trotzdem eine schöne Zeit. Wir haben, denke ich mal, ziemlich viel jetzt nochmal zusammen machen können. Für mich ist es jetzt nicht vorbei, ja? Also für mich beginnt jetzt eigentlich nach der Pause direkt wieder das nächste Jahr. Ich denke mal, für euch geht es genauso. Wir haben jetzt diese kleine Pause, einfach um auch mal eine Pause zu haben, muss man ganz ehrlich sagen, denn sonst haben wir ja im Jahr nie eine Pause. Das 2LHR läuft jeden Tag. Es gibt keinen Tag Pause. Das sind sozusagen unsere Ferien. Was nicht heißt, dass ihr nicht kommen dürft. Ja? Wenn ihr kommen wollt, wenn ihr spontan was machen wollt, wenn ihr um 15 Uhr auf einen Public-Server gehen wollt und eine Linie machen wollt, macht es. Ja? Oder wenn ihr es um 5 Uhr in der Nacht machen wollt. Ich weiß ja nicht, bei manchen ist ja in den Ferien der Rhythmus ein bisschen anders. Ich gehöre dazu. Ja? Also fühlt euch frei, das zu machen. Ich bedanke mich einfach von Seiten des Stabes bei allen Offizieren und Unteroffizieren für dieses geile Jahr. Ja? Dafür, dass sie das hier möglich gemacht haben. Das ist einzigartig. Es gibt nirgendwo in Deutschland ein Regiment wie dieses. Es gibt nirgendwo im internationalen Bereich ein Regiment wie dieses, würde ich sagen. Mir fällt keins ein. Ja, das hier ist einzigartig und das Ganze ist nur wegen euch möglich, deswegen darauf ein C. Ja, und dann würde ich nochmal kurz an die Poa übergeben, falls er noch was zu sagen hat. Wir haben heute schon viel gesprochen, wir haben gesungen, wir haben Witze gehört, wir haben getanzt. Wir haben heute schon Helms Klamm zerschossen. Leute, danke dafür. Es war ein langes Event, wie geplant. Wir hatten eine schöne Beförderung, viele schöne Momente. Erinnert euch daran, rutscht gut rüber, ja, ins neue Jahr. Ich hoffe, ich sehe jeden Einzelnen von euch. Bringt noch ein paar Freunde mit, sind auch immer gerne gesehen für nächstes Jahr. Mike freut sich bestimmt drauf, wenn er neue Rekruten bekommt. Und damit lasse ich es auch schon bleiben. Danke für das geile Event. Habt ihr gut gemacht, Männer, heute. Danke sehr. Auf ein Zeh. Ja, ich will auch nicht mehr zu viel Zeit verlieren. Ich sag nur so viel. Es ist nicht mein erstes Weihnachten. Es ist vor allem auch nicht mein erstes Weihnachten mit dem 2LHR. Und ich kann mich erinnern. Das letzte Weihnachtsevent war wirklich cool und ich denke mal, da können sich auch viele noch dran erinnern. Ich finde, dieses Mal hatten wir aber eine besondere Atmosphäre. Ja? Also wir hatten, gerade als es dann mit der Nachbesprechung losging, eine wesentlich familiärere Atmosphäre als beim letzten Mal. Ja? Beim letzten Mal standen wir da und wir hatten unsere Bataillone aufgestellt und wir hatten... Das Ganze hatte was wesentlich Offizielleres. Das ist auch gut. Aber was wir heute hatten, war was Familiäres, fand ich. Und das war wirklich schön. Ich denke mal, das ist wirklich aus, das zeichnet euch aus, dass ihr jetzt von 18 bis 22 Uhr 4 Stunden lang hier seid. Die meisten von euch zumindest. Das bedarf Ausdauer und das zeigt vor allem eins, dass euch dieses Regiment hier wichtig ist. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn allen, die hier im Regiment sind, dieses Regiment wichtig ist, dann wird dieses Regiment wichtig. Und ich würde sogar sagen, dieses Regiment ist wichtig. Dieses Regiment ist unser Regiment, es ist das zweite Leibhusaner-Regiment. Fertig machen, legt an. In den Himmel. Auf unser Regiment, auf das 2LHR, auf ein weiteres schönes Jahr, auf dass wir Erfolge feiern mögen, auf dass wir einig sein mögen, auf dass alles weiterhin so gut läuft, dass wir weiterhin sagen können, das ist das beste Regiment, in das man nur kommen kann und dass wir mit gutem Gewissen jedem empfehlen wollen, der sich NW holt. Auf dieses Regiment, auf das 2LHR, Feuer! Und damit erkläre ich dieses Jahr für das 2LHR für beendet. Ihr könnt wegtreten und könnt noch machen, was ihr wollt, könnt noch zocken. Wie auch immer, der Tag ist rum. Schönen Tag noch! Mhm.